Wer sich bewegt, tut dies aufgrund von Steuerbefehlen, die in der vorderen Hälfte der Großhirnrinde erzeugt werden. Für Ilka Diester gehören Steuerbefehle für Bewegungen zu den Hauptaufgaben des Gehirns. Das Gehirn ist dafür zuständig, diese Bewegungen zu kontrollieren. Manche Wissenschaftler würden so weit gehen und sagen, dass das Gehirn ausschließlich dazu da ist, dass wir uns bewegen können. Es gibt ein plakatives Beispiel von der Seescheide, das ist ein im Meer lebendes Tier, was als frei bewegendes Tier startet. Es schwimmt also herum und hat ein Gehirn. Sobald es sich dann niederlässt und auf dem Meeresgrund sesshaft wird, verdaut es sein Gehirn und hat kein Gehirn mehr. Die meisten tierischen Lebewesen bewegen sich natürlich Zeit ihres Lebens und gebrauchen so ihr Gehirn. Mit ihrem Team will Ilka Diester die Steuerbefehle aus dem Gehirn messen und sichtbar machen, um sie zu verstehen. Wenn jetzt ein bestimmtes Muster von Zellen aktiv ist in einer bestimmten Art und Weise, dann wurde vermutlich diese und jene Bewegung durchgeführt. Also ein bestimmtes Muster entspricht einer bestimmten Bewegung, einer bestimmten Handlung, manchmal auch eher einem verdeckten Handeln. Also wenn man jetzt in die Kognition reingeht und gerade darüber nachgedacht wird, was gemacht werden soll, sieht man auch viele Aktivitäten, die dann nicht sofort sich in einer Bewegung niederschlagen, sondern ein bisschen verzögert. Der Datenfluss in einem Gehirn wird nicht nur durch direkte Spannungsmessungen in den Nervenzellen nachvollziehbar, auch durch einen Farbstoff kann man die Hirnaktivität sichtbar machen und mit Hilfe der sogenannten Optogenetik werden Zellen lichtempfindlich und damit steuerbar. Die Messergebnisse lassen sich in komplexen Kurven abbilden. Computeralgorithmen erkennen darin Regelmäßigkeiten, aus denen die Forschenden Schlüsse ziehen. Wir haben ja immer Antworten von mehreren Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten Zellen gleichzeitig. Und die kann man jetzt nicht einfach per Auge auswerten. Ja, es ist nicht so, dass alle Zellen gleichzeitig aktiv sind, wenn man eine bestimmte Bewegung durchführt. Deswegen arbeiten wir da eng mit den Informatikern zusammen. Wir entwickeln dann sogenannte Dekodierer. Ja, also die können dann voraussagen, was für eine Bewegung gerade durchgeführt werden sollte, als ein bestimmtes Muster an neuronaler Aktivität vorkam. Eine Herausforderung ist es, bei der Deutung von Hirnaktivitäten zwischen lediglich gedachten Bewegungen und willentlich beabsichtigten Bewegungen zu unterscheiden, weil die Hirnmuster ähnlich sind. Es wäre fatal, wenn etwa bei der Ansteuerung einer Prothese lediglich Denken an eine Bewegung zum Vollzug führen würde. Wenn ich gerade unterdrücke, etwas zu tun, habe ich eine sehr hohe Aktivität in bestimmten Arealen. Und in dem Moment möchte man natürlich nicht diesen Greifarm auslösen. Also die Algorithmen müssen natürlich wissen, aus welchen Arealen diese neuronalen Aktivitäten kommen und müssen sie genau deuten. Ein Problem bei wissenschaftlichem Arbeiten am Gehirn ist das schier unendliche Datenaufkommen bereits bei kleinsten Hirnaktivitäten. Diese Daten müssen nicht nur erfasst, sondern bis zu einer Interpretation auch zwischengespeichert werden. Wir stellen fest, dass man eigentlich viel größerskalige Messungen machen muss. Man möchte verstehen, wie verschiedene Areale miteinander interagieren. Am besten würde man alles gleichzeitig messen. Das ist jetzt gar nicht technisch möglich im Moment. Aber wir haben sehr viele neue Werkzeuge, zum Beispiel jetzt diese optogenetischen Werkzeuge und die bildgebenden Verfahren, mit denen wir uns Interaktionen zwischen Hirnarealen angucken können. Somit kann man quasi eine Karte auf lange Sicht erstellen, welches Areal mit welchem auf welche Art und Weise interagiert. Noch immer ist die Hirnstromforschung Grundlagenforschung. Bis aus der Masse an Daten, die im Gehirn verarbeitet werden, Nutzanwendungen für Kranke abgeleitet werden können, wird es noch mindestens 10 Jahre dauern.